So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Berserk and the Band of the Hawk. Wir hauen uns in die nächste Mission und ja, wir können mit allen spielen, wir spielen allerdings mit Guts. Nicht wundern, dass die XP gestiegen sind, ich zeig's nochmal ganz kurz her. Ich habe mir hier nochmal den Beeliten geholt, den vierten, der mir gefehlt hat. Nur damit ihr's wisst. Aber jetzt weiter hier mit Guts. Und da fliegt der Vogel in die nächste Mission. Mal schauen, was kommt, mal schauen, was kommt. Okay, Beeliten gibt's hier nicht. Das heißt, wir können einfach starten. Wird noch geladen, natürlich. Wir müssen schauen, dass wir an Level steigen. Ich werde auch ein bisschen selber spielen, einfach nur um Level zu kriegen, damit Guts halt stärker wird. Nämlich die Missionen werden natürlich auch schwieriger, umso weiter man kommt. Bam, 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 bam. Na, dann gehen wir mal. Die machen wir natürlich wieder alle Meier da. So, aufgespießt, zack, boom, am Boden. Ich glaube, er ist weg. Da nach hinten hat es ihm gehaut. Bistepper, ziemlich weit weg. So, und ich bin der Meinung, wir holen uns jeden einzelnen von diesen Basisleutnanten. Und natürlich auch die Rufzeichen. Schauen wir, dass wir so viel wie möglich machen noch in der Map. Wie ich das erste Mal aufgenommen habe, habe ich ja mit jedem Charakter das aufgenommen. Ich habe jeden Charakter gezeigt. Aber das ist mir jetzt zu viel geworden. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, es gibt noch andere Let's Player natürlich auch, bei denen ihr das schauen könnt. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, kann ich gerne mal aufnehmen, mit jedem eine Mission. Kommt dann natürlich aber nicht in die Playerlist. Aufgespießt und am Boden, sehr gut. Schleicht euch da. Wir aktivieren und los geht's. Schleichzeug, habe ich gesagt. Hört euch das an, wie viele da vorne stehen. Zack, und alle weg. Ich glaube, den Typen habe ich auch erwischt. Ja, scheint nicht mehr da zu sein. Holen wir uns den nächsten Basisleutnanten. Da ist er ja schon. Grüß dich. Und bumm. Das ist einer meiner Lieblingsmove. Die mache ich sehr, sehr oft, ich weiß es. So, tun wir uns aufladen, würde ich sagen. Locken wir den da rauf. Ja, meine Streitkräfte, die rauchen da eh durch, ohne irgendwas. Und Wutz. Na, ich habe ihn nicht getroffen, glaube ich. Oder er hat es geblockt, der Wichser. So, haben wir alle beide? Scheint so. Schaut euch das an, wie viele das sind. Ah, das ist jetzt zwischen den zweiten und... Also zwischen den ersten und zweiten Teil. Das heißt, das kommt auch nicht vor im Film, das heißt eigentlich nur, dass die Zeit halt vergeht. Was er halt bis dahin macht, natürlich schnetzeln, töten, alles mögliche. So wie immer, so wie Guts halt ist. So, Mission cleared, sehr gut. Und Basisleutnanten holen wir uns auch. Wieso steigt sie eigentlich nicht runter von euren Pferden? Ist das so geil, wenn man da oben sitzt und alles so niedermäht? Ich habe ja keine Ahnung. So, da oben ist auch noch einer. Warte, ich mach das schon. Ja, in die falsche Richtung. Tu man lieber so. Na! Geh weg, lass mich das machen. Boom! Sehr gut. So, der ist auch weg, oder? Ich schätze mal. So, wir gehen nochmal zurück. Mit dem Pferd geht's schneller. Ja.
Und putz. Naja, kommt's nur. Seid alle herzlich willkommen bei mir. Auf der Schlachtbank. Weg mit euch. So. Wo ist mein Rufzeichen? Da ist mein Rufzeichen. Geht schon, Guards, hau rein. Ja, ich liebe das, wenn er das am Boden, also das Schwert in den Boden steckt und dann so, oh, so Dehnungsübungen macht. Also Dehnungsübungen, ihr wisst schon, was ich meine. Und sich halt vorbereitet. So, Level Up sind wir auch jetzt schon. Gleich nochmal. Punkte, 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 her damit. Viel zu wenig Gegner. Könnt ihr euch mehr bringen. So, den Basisleutnanten da oben holen wir uns auch natürlich. Grüß euch. Obwohl das eh meine KI macht, aber trotzdem, ich helfe ihnen natürlich. Möchte ja auch ein bisschen Ruhm da einstecken. Gibt ja auch den schönen, das schöne Wortlaut von Guts. Niemand kennt mich, denn jeder, der mich kennt, ist bereits tot. Deswegen ist der Anime auch nicht so berühmt, glaube ich. Das kennen wirklich viele nicht. Ich habe viele Freunde, die Anime schauen, die ich dann darauf hingewiesen habe, dass es so etwas gibt wie Berserk. Und dann waren sie alle natürlich so, boah, urgeil. Wann kommt der vierte Teil raus? Nämlich haben wir alle drei Teile auf einmal gekauft. Und das auch nur, weil ich davon gehört habe. Ich mir dachte, ja, warum nicht? Probierst das aus und ich. Boah. Das Beste, was ich jemals gesehen habe. So. Von geschichtlichen her halt. So. Wieder zurück zum Spiel. Ich weiß, ich schwafel die ganze Zeit drüber. Okay, das war, glaube ich, ein Fehler. Aber es ist leider Gottes so. Es ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön zum Spielen. Auch wenn es immer nur das Gleiche ist, mir gefällt das, mit einem Charakter zu spielen. Schaut euch die Leiche, habt ihr die Leiche gesehen, wie es da durchgerutscht ist? Mit einem Charakter zu spielen, den man wirklich sehr, sehr schätzt. So wie bei zum Beispiel Metal Gear. Das habe ich auch gern gespielt. Das ist mein längstes Let's Play, glaube ich, bis jetzt. So, reingeraucht hier. Und geht schon, lad dich auf. Und hau rein, Guts. Monster. So, das war's. Da jubeln sie. Josh, ore tachi no shōri da. So, 7 Minuten haben wir dafür gebraucht. Also fast 10 Minuten. Das passt. Während wir gespielt haben, sind wir ein Level gestiegen. Kommen wir noch auf 17. Sehr gut. Alles steigt bei ihm. Alles steigt. Sehr, sehr gut. So, neue Items haben wir auch gekriegt. Dankeschön. Okay, das ist die Cutscene. Griffith wird angegriffen. Und zwar aus dem Hinterhalt. Das ist die, okay, okay. Die junge Dame, die ihr gesehen habt, das ist Charlotte. Das ist die Prinzessin. Den König hat man auch schon gesehen, allerdings nicht bei mir, weil ich ja die Cutscenes leider Gottes nicht zeigen darf. Und den Onkel hat man auch gesehen. Und ja, Griffith wird angegriffen von Hinterhalt, nämlich das Pferd von der Prinzessin zuckt aus und reitet irgendwo hin. Und Griffith reitet ihr halt hinterher und rettet ihr, ja, auf gut Deutsch gesagt, das Leben. Es ist halt jetzt nicht die besondere, ja, nicht das Besonderste jetzt im ganzen Film, ist aber trotzdem wichtig, nämlich es entwickelt sich ja natürlich etwas. Und er kriegt ein Herz in, ein Pfeil ins Herz geschossen, der sogar vergiftet ist. Wie ich euch ja vorher auch schon erklärt habe, der B-Elite, der rettet euch natürlich das Leben, ihr seid unverwundbar. Somit geht der Pfeil, der vergiftet ist, nicht in Griffiths sein Herz, sondern in den B-Eliten selber. Ja, was den B-Eliten natürlich nicht wirklich sehr stört und Griffith natürlich weiterlebt. Aber Griffith weiß natürlich, wer ihn umbringen wollte und das ist der Onkel von der Charlotte. Ja,
Mehr, glaube ich, brauche ich noch nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob schon die Endcutscene da auch, also das Ende vom Film auch schon dabei war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich lasse das jetzt einmal so stehen. Ich hoffe, bis dato hat es euch gefallen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. 10-Minuten-Part. Es ist, ja, wenn man die Cutscenes nicht zeigen darf, ist es schon ein bisschen... Ja, was soll man tun?